Dieses Video wird präsentiert von GamesPlanet. Für weitere Informationen schaut in der Videobeschreibung vorbei. Henning, zurück zur Arbeit! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2. Warte mal, warum sage ich eigentlich mal OMSI 2? Keine Ahnung. Ja. Der Chef hat mich gerufen, ich muss wieder zurück an die Arbeit. Wir sind zurück in Demolition Company, der Abbruchsimulator. Das Spiel ist eingeschlagen, das glaubt ihr gar nicht. Aufrufe ohne Ende. Ja, wir probieren weiter rum. Ich habe mir gedacht, weil ich in der einen Mission so schlecht bin, machen wir jetzt einfach mal hier Lernen. Ne? Hier, Start. Spiel wird geladen. Spiel. So, ja, gucken wir uns das Tutorial hier einfach mal an. Da ist wieder unsere super Wand. Weißt du, wie man diese Wand am besten kaputt macht? Oh, ich habe auch das... Nein, ich habe das Gamepad nicht mal an. Das ist jetzt natürlich zu spät. Scheiße, sonst hätte ich jetzt mit dem Gamepad. Egal. So, wie macht man diese Wände hier richtig kaputt? War? Vielleicht hat er das jetzt erkannt. Ich drücke gerade X auf dem Gamepad, es passiert aber nichts. Also so reiße ich Wände ab. Weiß ja nicht, wie ihr das zu Hause macht, aber so sieht das bei mir immer aus. Oh, verdammt. Da läuft man einfach nur dagegen, ist klar. So. Ja, wie gesagt, ich wollte einfach nur mal ausprobieren, wie man das denn hier machen muss. Habe ich mich jetzt erst festgefahren. Vielleicht kann ich mich so nochmal... Nee, ich habe aufgesetzt. Ja, trotzdem, damit haben wir das dann auch. Also hier, da lerne ich nichts. Das Ding haben wir ja schon mal gefahren. Oh, sie haben Stufe 4 erreicht, das interessiert mich ein Scheiß. So. Versuchen wir das hier nochmal. Gucken wir mal, was wir noch haben. Wir haben hier das Swinging. Also das Super Swing. Probieren wir das einfach mal aus, weil ich habe das auch noch nie gemacht. Abrissbirne. Ach, da ist unsere Mauer wieder. So. Das haben wir schon mal gut gemacht. Boah, ist das ein riesen Pistengerät, ey. So. Schneller. 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 Machen Sie diese vier Wände dem Erdboden gleich, aber bitte. Oh, das Ding ist sogar noch ziemlich effektiv. So, dann lassen wir die doch mal locker durchschwingen, ne? Wow. Das war jetzt sogar schon zu schnell. Die Dinger benutzt man heutzutage gar nicht mehr, ne? Ja. Oh! Ganz schön powerful, das kleine Ding hier. Bams. Schnaff. Schnaff. So. So, komm doch mal. Okay, so. Nehmen wir mal, was wir hier gemacht haben. Nur so fürs Protokoll. Volltreffer! Das kann man zwar überhaupt nicht abschätzen, was hier passiert.
voll verfasst. Ja, dann schieben wir mal ein bisschen was vor. Bums. Der ist auch noch weg. Mal gucken, ob wir das auch so schwingen können. Tatsache. Komm schon. Ein, zwei Teile nur noch. Ja! Kommt noch eins? Mission erfüllt! Yay! Jetzt mach aus hier. Danke. So. Ja, dann versuchen wir dieses eine nochmal. An dem Flughafen. Das habe ich nämlich irgendwie nie geschafft. Springen. So. Beim letzten Mal bin ich ja ganz böse in einem Reißwolf gestorben. Aber irgendwie wurde ich wieder rausgeplöppt. So. Komm schon. Ach so, ja. Ich muss ja auf Start drücken. So machen wir das jetzt. Kann es sein, dass der schneller schlägt, der Pfosten? Gut. So machen wir das jetzt kaputt, und zwar kleinschrittig. Das ist für mich kleinschrittig. Oh, piss dich. Sieht gut aus. So. Müssen wir auf der Seite nur noch ein bisschen was nachgeben. Ja, das sieht doch gut aus. So. Ach, deswegen regt sich der Ding hier auf. Bin mal gespannt, wann ich hier Level 2 Sprengstoff kriege. So, ist auch noch weg. Müssen wir da mal irgendwie drauf? Oh ja, das war gut. Hup. Hier eine. Hup. Hier eine. Hier eine. Bums. So, viel fehlt nicht mehr. Hier ist noch eine ganze Treppe. Physik! So. Oh Gott. So. Ey! Kacksau. Komm schon. Bauen wir jetzt hier am Berliner Flughafen wieder ab, oder was? Übrigens, ich würde niemanden mit Explosivstoffen auch nur annähernd auf ein Flugzeuggelände lassen. Selbst wenn es ein Abrissunternehmen ist, weil, weißt du? Bumm! So. Ich meine ja nur so. So, mir bleibt jetzt leider nichts anderes übrig, als hier auch mal welche zu setzen. Sonst kriegst du es ja hier nie los. Das war viel. Oh nein, das ist ein Zaun. Ach nö, ne? Nee, das kannst du nicht machen. Verdammt. Scheiße. Okay, dann nicht. Blip, 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 blip. Gleich ist alles vorbei. Pass auf, dann. Gucken wir mal. Ich vibriere es nach da drüben. So, komm. Jetzt würde dieses Stückchen Beton nichts wiegen, ey. Tsching! Komm schon, ich möchte jetzt nicht versagen. Bim, verloren. Ist klar. Wäre jetzt lustig. Würde ich aber jetzt auf der Stelle aufhören aufzunehmen. So. Nein, du gehst nicht weg.
Was haltet ihr eigentlich davon? Soll ich jemand irgendwann mal aufhören und dann den Bausimulator spielen? Also alles wieder aufbauen, was ich gerade abgerissen habe? Oder soll ich hier bei diesem Spiel bleiben? Schreibt mir mal eure Meinung bitte dazu. Und außerdem schaut in den Jupi 72 Adventskalender rein. Dort könnt ihr etwas gewinnen, und zwar ein paar Spiele und alles. Dafür müsst ihr halt nur das machen, was da steht. Und mir schreiben, was für ein Videoausschnitt ich da in diesem Video zeige. Jeden Morgen 13 Uhr kommt das Video. So, ich habe es mal geschafft. Yay, nächstes. Hier haben wir irgendwas. Denkmalschutz. Ja, dann nicht, ne? Oh! Sprengstoff Typ 2. Start! So, als Sprengmeister ist es wichtig, zuerst ein Gespür für das gesprengte Objekt und dessen Umgebung zu erhalten. Sehen Sie sich im Fugentor etwas um. Fallen Sie nicht so oft von der geländerlosen Treppe. Platzieren Sie Sprengsätze an strategischen Punkten und versuchen Sie vorauszuahnen, wie und in welche Richtung der Uhrturm zusammenfallen wird. Wichtig ist, dass möglichst keine Teile auf die Gleise fallen. Begeben Sie sich in Sicherheit und drücken Sie den Zünder, wenn Sie Zeuge oder Ihre Kalkulation. Ja, komm. Batman! So, Level 2, ihr seid doch behindert. 1. 2, 3, 4. Ja. Level 2. Okay. Machen wir das mal anders. So. Ich krieg das schon noch irgendwie hin. So, gehen wir nochmal hoch. So. Kunden reagieren zu den Verspätungen der Deutschen Bahn. Was halten Sie davon? Oh! Ah ne, jetzt fällt alles auf die Gleise. Okay. Ah, verdammt, schade. So. Okay, jetzt. Bam! Weg ist es. Ah, ich komme damit nicht durch. Okay. Versuchen wir das mal strategisch. Ich kann ja mittlerweile 4 davon setzen. Wow! Dann. Ja, die Gleise haben nichts abbekommen. Ja, ich werde Sprengmeister im wirklichen Leben. Meine Freunde, ich komme nach Hause. Ich mache auch Hausbesuche. So, versuchen wir doch tatsächlich mal das. Mal, dann kaufen wir den nochmal. So, das Dach muss da weg. Weißt du, wie man das macht? Ach du Scheiße, ich sehe schon. Ganz einfach. Also, so räume ich Dächer weg. Weiß jetzt nicht, wo das Zeug hin muss. Also, ne, das war doch mal was. Habe ich hier Level 3 Sprengstoff? Ah, aussteigen. Oh. Übrigens, ich sage noch eins dazu. Dieses Gebäude soll eigentlich nicht in die Luft fliegen.